wie sagt man, noch andere ja, Arten von Maus und Tastatur, genau, von na, von Lenkrädern, auf Gottes Namen. Und deswegen dachte ich einfach, hier komm, versuch's einfach mal mit dem. Warum nicht? Ist mal was anderes und, ne? Tool Time Steakhouse. Ja, im kleinen Steakhouse in Köln war ich auch schon mal. Ist ganz Sie sollten nett. mehr auf Ihr Navi gucken. Das mache ich doch. Ich meine, ich fahre ja nach Navigationssystem, also was, da müssen Sie mir ja nichts erzählen. Da fahre ich vorschriftsgemäß. Na, ging. Genau, die Beleuchtung ist. Interessante ist, wenn ich jetzt eh anmache, ne, dann gehen die Lichter, dann gehen die Sachen hier nicht an. Och nö, das ist natürlich jetzt sehr blöd, weil ohne Navi ist es für mich natürlich jetzt so eine kleine Herausforderung. Na, wobei. Vielleicht kriegen wir es jetzt auch so hin, weil da, sieh, da vorne ist nämlich schon die Autobahn. Genau, und wir müssen ja Richtung Düsseldorf. Somit stimmt alles noch. Und ich hatte gerade einen kleinen Frame-Einbruch. Jetzt habe ich hier 18, 16, 15 Bilder pro Sekunde. 11. Da fährt ja die Bahn schneller. Ja, nur mit der Ruhe. Wie sagt man so schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Dann fahren Sie doch das nächste Mal. Oh, nein, nicht Frankfurt. Ich muss in Düsseldorf raus. Jetzt muss ich in Düsseldorf natürlich nur gucken, wo ist der Busbahnhof. Hä, aber müsste halt. Ich hoffe mal gut ausgeschrieben sein. Und geht's hier? Ja, genau. 80 hier in der Kurve? Ernsthaft? Da fährt ja die Bahn schneller. Oh. Tut mir leid. Ich muss es echt mal hier gucken. Das kann ja wohl nicht. Ich weiß, dass die Bahn hier sicherlich schneller fahren würde, aber nicht zu so einem günstigen Preis. Deswegen ja, alles gemächlich, Madame. Und dass man hier mit 80 um die Kurven sollte, kann das wirklich sein? Deren Ernst? Mit 80? Mit 80 Sachen? Mit 80 Sachen? Deren Ernst? Kann ich mir jetzt irgendwie nicht so ganz vorstellen. Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Ja, hier ist 80.
Nope, ja, ne? Hier ist, ja, eben, ich bin 80 gefahren und da kann sie jetzt eigentlich nicht sagen, haben sie das Tempolimit nicht gesehen, weil, ja. Boah, die Frame-Einbrüche hier, die sind aber schon deutlich spürbar. Genau, hier geht es jetzt nach Düsseldorf raus. Auch ganz, ganz schön, auch mal so ein klein wenig Autobahn fahren. Seht ihr, ich fahre jetzt aktuell, damit ihr das mal sehen könnt, nicht mal 60. Jetzt gebe ich wieder ein bisschen Gas, damit ich hier doch wieder ein bisschen 80 fahren kann. Genau. So. Huch, bloß nicht von der Straße abkommen. Aber die Wälder, die sehen noch ganz schön aus. Nur die massiven Frame-Einbrüche stören mich gerade ein bisschen. Die sind, na, so klasse finde ich die jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier ist, ne, und auch dieses Krisseln, weiß nicht. Aber eben, mal gucken. Okay, jetzt können wir Gas geben, ne? Natürlich für uns nur 100. Hä? Bergisches Land. Der fährt auf der falschen Spur. Okay, ich muss so oder so über das Bus. Jetzt kann ich mal Gas geben. Jetzt fahre ich nämlich aktuell hier 100. Ist natürlich blöd, dass der kleine Unfall jetzt eben passiert ist, aber nun gut, da kann man leider nicht viel machen. Genauso wie dass das Radio nach auf einmal seinen Dienst aufgibt und nicht mehr funktioniert. Dann komme ich jetzt in Düsseldorf endlich an. Ich bin erstaunt, wie frei das hier ist. Ich hätte echt gedacht, das wäre als Baustelle. Also als ich das letzte Mal nach Düsseldorf gefahren bin mit dem Auto von Köln aus, das ist zwei Monate her, da war alles Baustelle. Ich weiß nicht, wie es euch geht in so einer Situation, Baustelle und so. Das ist immer wieder total blöd. Oh, Mautstation. Ich dachte ganz am Anfang, es wäre ein Blitzer. Dabei sind das Mautstationen. Keine Blitzer. So, 1000 Meter sind wir in Düsseldorf. Oh, Duisburg. Duisburg ist auch schön. Also schön, was heißt schön? Ich kenne nur einen Bahnhof. Aber ich denke mal, die Stadt ist ganz, ganz schön. Könnt ihr mal auch in die Kommentare schnibbeln, was ist eure Lieblingsstadt? Meine ist Köln auf jeden Fall, definitiv Köln. Weil einfach die Leute sind super offen, super nett, höflich, freundlich. Die Leute gehen in Köln auf einen zu, man wird angesprochen und es ist einfach, das habe ich ja schon mehrfach in Dutzenden Videos. Ja, Entschuldigung, aber soll ich hier wirklich 80 fahren, Gute? Also, ne? Mann, nur mit der, also die Leute heutzutage, die sind echt schlimm. So, jetzt biegen wir hier mal kurz um. Uppala. So. Ja, diese Frame-Einbrüche sind einfach ein bisschen doof, ne? Genau, geradeaus geht's weiter. Hier ist 70, sehr gut. Dann fahren wir auch 70. Ach ja, ist doch auch mal schön, so ein bisschen Stadt, Land, Fluss, hahaha. Nein, so ein bisschen Stadt und ein bisschen Autobahn und ein bisschen Landstraße und